will auch selbst einpackende Geschenke. Das wäre so ein Traum. Gerade heute wieder musste ich Geschenke einpacken. Und dann rollt sich dieses Geschenkpapier wieder auf. Hält dieses Kack-Tesafilm nicht. Mann, Mann, Mann. Da muss man das noch ordentlich einfalten. Ich hasse es. Und hier, zack, packen sich die Geschenke von alleine ein. Ein Traum. Möchte ich auch. Hallo, können wir reden? Ich möchte gerne auch ein selbst einpackende Geschenke haben. Du was, der Schnurrbart. Ich möchte nicht mit mir reden. Revelio. Wieso haben wir hier eben so blaue Dinger durch die Tür gesehen? Das war doch komisch. Aber da ist nichts mehr in dem Laden. Okay. Dann auf zur nächsten Aufgabe. Elbibix weiß jetzt Bescheid. Madame Kogawa drängelt schon mit der nächsten. Aber wir gehen jetzt nochmal zu... Geheimnislager im Schloss. Was war das denn nochmal? Kehre zu Arthur Plumley. Ah, ja. Mit dem können wir nochmal quatschen. Auf jeden Fall. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Da hatten wir diese... Genau, geheime Schatzkammer gefunden. So, welcher ist denn jetzt hier der bessere Flohreisepunkt? Dieser, würde ich sagen, ne? Professor Fix Unterrichtsraum. Ja. Da geht es hin. Hast du denn heute eine Live-Benachrichtigung bekommen, Vendetta? Oder ging das wieder nicht? So, wir sind da. Nein, gab keine Nachricht, war aber in Twitch on und hab dich da dann gesehen. Okay. Aber total doof, dass das nicht klappt mit der Benachrichtigung. Finde ich ja sehr schade. Revelio. Ach, das sind die Origami-Vögelchen, die hier flattern. Ich falle jedes Mal drauf rein. Oh, selbstmischende Spielkarten, ein Traum. Wie geht es mit deiner Schatzkarte voran? Sehr gut, lieber... Sehr gut. Sehr gut, lieber Arthur. Höre zu. Hallo, Arthur. Ich wollte dir sagen, dass meine Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Ups. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, es handelt sich um eine Uniform eines Historikers. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Und das war's jetzt? Keine neue Schatzkarte oder so? Aber guck mal, eine Truhe, die wir offensichtlich übersehen haben. Eine rahmenlos getönte Brille. Hey, hey, hey. Ich dachte, es gibt jetzt noch irgendwie einen coolen Hinweis zu dem nächsten Schatz. Aber da hat er wohl keine Lust zu. Vielleicht braucht er noch ein paar Tage. Hallo, Miezekatze! Lass mich dich kraulen. Ihr habt alle Liebe verdient. Oh, sie schnurren. Das ist so beruhigend. Katzen schnurren ist einfach das beruhigendste Gefühl überhaupt. Oh, und unser lieber Cheo hat heute was ganz Tolles gemacht. Er ist einfach auf meinen Arm gehüpft. Das war so cool. Ich habe mich hingestellt.
Und dann wollte er schon so hochkommen. Dann bin ich ein bisschen in die Knie. Und dann ist er tatsächlich so auf meine Knie und dann in meinen Arm gehüpft. Das war so süß. Das hat er noch nie gemacht. War total stolz. Ja, ja. Zack, hat er mein Herz wieder erobert. Der süße Kater. Hallo, wie schön. Er hat Hunger. Nein, er wollte meine Liebe. Sag nicht sowas. Ah, genau. Guck mal, jetzt können wir hier. Ich habe diesen neuen Feuerzauber. War das der? Ja. Cool. Und ja, aber wie komme ich jetzt an diesen? Ach so. So natürlich. Handbuchseite in Hogwarts gesammelt. Sehr cool. Genau. Kann ja jetzt diese Feuerschalen aktivieren. Da ist noch eine Kiste, aber die ist verschlossen. Oh, wann wir die wohl alle aufschließen können? Das wird echt noch mal spannend. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist noch irgendwas. Wir müssen noch 98.000 Mal Revelio droppen hier. Kommen wir hier rein? Achso, das ist der Unterrichtsraum. Hier ist nicht so eine Feuerschale, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Okay, wir gehen weiter. Toilette. Ah! Ha! Ich hab dich gesehen. Moment. Das regeln wir, mein Freund. Wo habe ich meinen Unsichtbarkeitszauber? Du hast mich nicht gesehen. Ha! Das Geld gehört mir. Ich lieb's. Revelio. Da ist noch eine Kiste versteckt. Das ist ein Nachbarraum. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. Ach, hier. Klickt an. Ein robuster Fedora. Waren wir hier nicht schon mal? Ist das nicht hier dieser Raum mit dem Gebräu? Tatsache. Aber die Kiste scheint offensichtlich... Füllen die sich neu oder habe ich die einfach wirklich übersehen damals? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir genau auf diesem Klo schon waren. Unsichtbar auf der Toilette. Ja. Man schämt sich ja heutzutage, ne? Oder auch eher nicht. Mann. Revelio. Wobei ich, glaube ich, so als Schüler, ja, als im Teenageralter mittlerweile echt unsichere Gefühle auf der Schultoilette hätte, ne? Die Leute alle mit ihren Smartphones zack, einmal da durch, unter die Kabine durchfotografiert oder so. Mann, machen ja nur Quatsch damit. Sehr furchtbar. Huhu, ja, es ruckelt leider wirklich total. Hogwarts Legacy läuft bei mir echt nicht flüssig. Aber trotzdem schön, dass du reinschaust, Luxtrooper. Wie geht's dir? Bei euch ruckelt es tatsächlich sogar noch mehr als bei mir, sehe ich gerade. Oh Mann, uncool. Nee, es liegt leider wirklich an mir. Mir, an meiner Leitung, dem Rechner. Wir haben hier im Moment echt Ärger. Destiny könnte euch da ausführliche Geschichten zu erzählen. Mann, Mann, was wir hier für einen Ärger haben. Ich wollte schon mal sagen, ich hätte meinen Zaubertrank. In Hogwarts gibt es immer Geheimnisse zu entdecken. Ich weiß auch nicht, ob es helfen würde. Ach was, das passt schon. Ich höre einfach zu und mache mir meine Bilder. Oh Mann, wie lieb. Ich weiß halt auch nicht, ob es es bringen würde, wenn ich die Spieleinstellung runterdrehe. Aber wenn das Spiel dann total grottig aussieht,
Ja, gut, um vielleicht flüssiger zu verfolgen. I don't know. Ich weiß es nicht. Aber ja, es nervt mich total. Oh, was machen die denn hier? Deine Haustiere heute Morgen Netze in den Schuhen deiner Mutter gesponnen haben. Das ist lächerlich. Ich haue mit der Faust auf den Tisch. Und auf alles mit 8 Beinen, das ich sehe. Diese Heulerbriefe, ne? Sind einfach absolut unheimlich. Okay, wir düsen jetzt zu Professor Garlic. Hogwarts Legacy, für mich bestes Spiel 2022. Ja. Ich habe es einfach noch viel zu wenig gespielt. Viel zu wenig. Aber ich habe so viele Projekte momentan und ja, dann haben wir ja gerade unsere unruhige kleine Tochter, die uns abends gerade ganz, ganz viel braucht und ich komme ja einfach immer nur abends zum Aufnehmen oder Streamen und deswegen fällt das einfach gerade total flach, ne? 2023. Und wir haben schon 2023. 2023, wo ist die Zeit hin? Gefühlt steckt man immer noch in 2019 fest. Die haben hier die... Der Raum der Wünsche. Lass uns mal in den Raum der Wünsche und gucken, ob ich da schon die Tentakula-Dinger pflanzen kann. Ja, wir haben 23, aber trotzdem gefühlt stecke ich noch in 2019 fest. Weiß auch nicht. Ja, die Zeit. Beschaffe und... Oh, was tut er? Putzt er hier meinen Boden? Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ach so, nö, das will ich jetzt nicht ändern. Ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke, Dick. Ich dachte, der quatscht mal mit uns, erzählt uns was Schönes. So, wir können hier Blätter einsammeln. Ach, guck mal, eine Alraune. Perfekt. Beschaffe und teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Das ist schon mal richtig gut. Brauchen wir gleich nur noch Gegner. Dann habe ich doch bestimmt auch schon irgendwo eine Venemosa Tentacula hier gepflanzt. Wo geht's denn hier nochmal? Da. Unten habe ich, glaube ich, große Pflanztische gebaut, wenn ich mich nicht irre. Nee, nicht so wirklich. Ein bisschen Kohl. Rumpelfeige. Taubkohl. Ich habe noch keinen. 2023. Mann, Leute, ihr bringt mich ganz durcheinander. Wir haben 2023. Aber ich fühle mich immer noch wie in 2019. So. Ihr seid ja verrückt. Gefühlt bin ich auch manchmal noch 12. Versuch mal die Einstellung auf Mittel zu machen. Vielleicht bringt es was. Im Raum der Wünsche scheint es ja gut zu laufen. Oder sehe ich das falsch? Ja, wir können ja mal gucken. Noch mal ein bisschen an die Einstellung gehen. Wenn es ein bisschen hilft, wäre das ja schön. So, was stelle ich ein? Was haben wir denn hier? Anzeige. Das ist, glaube ich, schon alles relativ niedrig, ne? Was soll ich denn hier machen? Da. Es ist schon halt alles auf Mittel, ne? Du kannst die Geschichte nicht erzählen, du regst dich auf. Oh ja, Mann. Unsere Internetleitungsgeschichte hier ist echt traurig. Das ist empfohlen. Wir wohnen schon in der Stadt, ne? Und wir haben trotzdem echt Kack-Internet. Richtig kacke. Frage, was brauchen wir denn hier so?
ganz oben bei Benutzer definiert. Wo siehst du denn Benutzer definiert? Ach, da. So, und dann auf niedrig mal alles machen. Okay. Einstellung anwenden. Wir versuchen es mal. Hat er das jetzt gemacht? Hat er gemacht. Ich kann die schlechte Verbindung heute nicht mal auf das pubertärende Kind schieben. Die ist nämlich heute nicht da und klaut das Internet. Der Einzige, der es klaut, Günther, ist ja, Destiny. Wenn er COD spielt. So, jetzt haben wir aber immer noch keine Venemosa Tentacula. Wie kann das angehen? Sieht doch nicht mehr schön für dich aus. Ja. Man kann nicht alles haben, oder wie sagt man so schön? Kann ich denn schon so ein großes... Warte mal, ich brauche so einen großen Pflanzkasten. Botanischer mit kleinem. Ich kann keinen großen Topf. Habe ich nicht. Es ist oft so, dass es auf dem Lande besseres Internet gibt. Echt? Oh Mann. Also wir haben echt Kack-Internet hier. Das ist so traurig. Wirklich traurig. Ich muss erstmal irgendwo hin, wo ich lerne, einen großen Pflanztisch zu bauen. Wie macht man das denn nochmal? Ich bin überfragt. Konnte ich nicht hier auch an so einem Tisch? Welcher war das? Ich muss mal kurz gucken. Tränkestation? Nein. Hier. Ausrüstung? Nein. Deke findet, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Ja, das ist schön, Deke. Ich muss erstmal hier klarkommen mit meiner Welt. Ich möchte irgendwie diese Venemosa Tentacula anpflanzen und weiß aber nicht mehr wie. Das war mein Froschorchester. Ich habe nicht so einen Tisch. Ich lese nur den ersten Satz von Destiny. Vielleicht läuft es ja die nächsten Tage mit der Leitung. Ich glaube da noch nicht dran. Okay, ich komme hier nicht weiter gerade. Wir gehen nochmal nach... Wo gehen wir hin? Mein Gefühl sagt mir gerade, wir gehen nach Hogsmeade. Zu diesem Blumenladen. Magische Rübe. Alter Name, da ist das nicht. Wo ist denn hier der Laden? Zaubertränke. Ist das doch der hier, magische Rübe? Nein. Hier war doch diese Frau. Da oben. Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Genau, so völlig versteckt. Die gute Frau gehen wir nochmal besuchen. In der Hoffnung, dass sie mir nochmal irgendwie sagt, wo ich einen großen Pflanzkasten herbekomme. Oder die Venemosa Tentacula Samen. Das wäre auch schon mal gut. Oder zu so einem Laden, wo ich diese Bausachen kriege. Ich weiß noch nicht mehr, welcher das war. Aber das finden wir gleich raus. Genau, Destiny plant halt, das Doppel-PC-Setup zu bauen. Ja, neue Grafikkarte ist fast ein Auto. Ja. Ja, das ist halt so der Nachteil beim PC, dass man tatsächlich ja immer alles wieder nachrüsten und aktualisieren muss. Aber dafür, wenn man es dann gemacht hat, hat man auch echt ein tolles Spielerlebnis, ne? Oh, da hast du echt Glück gehabt, Vendetta. Schön. So, ja, es ist jetzt echt ein bisschen ugly, aber wenn es schöner läuft, freue ich mich. Also bei mir sieht es jetzt gerade hier auf dem Aufnahmebildschirm ganz gut aus. Vorsicht mit den
Araunen. Ich habe sie noch nicht. Revelio. So, Beatrice. Na dann, sie mir. Schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Für den Raum der Wünsche Dünger. Venimosa Tentacula kaufen. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Ach, die ist schon fertig, ja? Okay, guck mal, das ist ja natürlich auch tricky. So, das hatte ich mal verkauft. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Dann brauchen wir jetzt eine Menge Gegner. Aber nichtsdestotrotz wurmt es mich jetzt immer noch, dass ich die nicht selber anbauen kann. Beziehungsweise ich kann ja mehrere Dinge nicht anbauen, wenn ich die großen Kästen nicht habe. Ich habe gerade noch so eine Glubschaugenkiste gefunden. Die ist noch zu. Oh ja, die ist noch zu. Also. Da. Mal durchsichtig gemacht. Und Cash in the Tash. Woo. Oh, hallo, da bin ich wieder. Er hat gerade ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt, ne? So, hier gab es einen Laden. Einen Laden, in dem ich Rezepte kaufen konnte. Aber welcher? Schnabel? Nein, das ist Tierbedarf. Klamotte. Folge den Schmetterlingen. Was? Achso, das ist noch eine Aufgabe. Hier. Fachbuchhandlung. Das ist eine Buchhandlung. Gab es das in der Buchhandlung? I don't know. Wir gucken mal. Revelio. Es war ein Unfall, beharrt der Basiliskenzüchter. Der Zauberer aus Cornwall, der wegen der Zucht von... Ach, mit Fuß schläft einen Moment. Fang gleich nochmal an. So. Aua. So. Der Zauberer aus Cornwall, der wegen der Zucht von Basilisken verhaftet wurde, hat darauf bestanden, dass alles nur ein dummer Fehler gewesen sei. Er wurde verhaftet, nachdem bei einer Routinekontrolle Krötenbefall in allen 5 Hühnerstellen festgestellt wurde. Die Zucht von Basilisken ist seit langem vom Ministerium verboten. Aber aufgrund der Potenz, der Seltenheit und des Wertes des Basiliskengiftes ist es vielleicht nicht überraschend, dass die weniger Gesetzestreuen unter uns das Verbot umgangen haben. Ein Nachbar des inhaftierten Zauberers, eine verhüllte Gestalt, die anonym bleiben möchte, erklärt, einen Basilisken kann man erschaffen, indem man ein Hühnerei unter einer Kröte ausbrütet. Jeder Zauberer mit einem Zauberstab weiß das. Ach ja, Mensch, wüsste ich jetzt nicht. Der Zauberer aus Cornwall hat sich vor dem Zauberjammer auf völlige Unwissenheit berufen und behauptet, seine Hühnerställe seien einfach unwiderstehlich für Kröten und er habe keine Ahnung von der Basiliskenzucht. Seine Verteidigung stieß bei den Mitgliedern auf große Skepsis, mit Ausnahme von Belinda Brown von der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe, die sagte: Ich bezweifle nicht, dass er so verrückt ist. Wir hatten ihm doch gesagt, dass wir kommen würden oder nicht. Er hätte nur die Kröten wegbringen müssen. Ach ja, Mensch. Bei mir landen auch ständig die Hühnereier unter den Kröten, ne? Ist doch klar. Was passiert? Bei wem das nicht so ist, ne? Läuft doch auf irgendwas verkehrt. Oh, ein Zettelchen. Hätte ich das geahnt. Ich habe ihn gespürt im Nacken. Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Ja, ja. So viel zum Thema, die Schüler dürfen keinen Alkohol trinken. Und wie die das dürfen, da ist Alkohol drinne. In dem Butterbier. Da ist ein, guck mal, da rollst du ein Papierknödel oder irgendwas. Bam! Ich hab's zerstört. Ja, noch einer. Was ist das? Ich hab einfach erstmal pauschal drauf geballert.
Jetzt habe ich den Text gelesen und bin fast am Laden vorbeigelaufen. Ja, ich glaube, der Mann war das. Hier gibt es viel zu sehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ja, das ist er. Zauberanweisung, Tierwesenfütterer. Nein, ich brauche was. Und der Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen hüpfenden Topf zu dieser Magel. Nein. Mit großem Topf. Das sieht gut aus. Pflanztisch mit zwei großen Töpfen. 3000. Ich glaube, einer reicht mir erstmal. Mal. Bin hier schon fast wieder pleite. Die Schüler werden zum Saufen gezwungen und die denken, ist nur Butter. Nee, nix da nur Butter. Da ist richtig was los. Guck mal, wir müssen das kaufen jetzt hier. Zack. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Materialverfeinerer zu beschwören. Benutze ihn zur Herstellung von Mondstein für Zauberanweisungen für Beschwörung. T-förmige Tränkestation. Verschwinden die Sachen, die ich gekauft habe? Ja, okay, sehr gut. Oh, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. So nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Na gut, da ich noch keine Tierwesen habe, brauche ich auch noch kein Fütterungsgerät. Aber Materialverfeinerung ist ja vielleicht ganz cool. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Sehr gut. Aber jetzt haben wir schon mal den großen Topf und könnten, wenn wir wollen, unsere eigenen Venemosa Tentacula auch anpflanzen. Wenn ich die Samen dazu habe. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe auf jeden Fall zweimal die Venemosa schon. Perfekt. Und zweimal Alraun. Das heißt, wir müssen Gegner jetzt finden. Dann eine Runde kämpfen gehen. Ich hoffe nur, dass die Aufgaben halt hier draußen in der Welt gelöst werden können. Was ist denn hier los? Das ist doch ein geheimer Ort. Das sehe ich. Renaissance-Hut. Oh, wir könnten uns auch mal wieder umziehen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Und was sehe ich da? Das gehört doch zu einem Merlins-Rätsel. Da oben. Oh. Ich glaube, da ist mein Gehirn gerade nicht bereit für. Ich muss Gegner finden. Brauche Gegner. Wahrscheinlich im verzauberten Wald. Da würde ich sofort fündig werden. Mondstein, habe ich gehört, ist wichtig. Jetzt läuft es besser, richtig? Das lag einfach daran, wenn wir in Hogwarts sind, dass es da schlecht läuft. Und da so viel auf einmal passiert. Oh, schade. Ich dachte, ich kann die Krähen jetzt angreifen. Na, den letzten hier möchte ich aber auch noch. Geht doch. Geht doch. Hallo, gibt's hier was zu sehen? Ist hier was? Revelio. Ist hier ein Gegner? Oh, hier ist doch bestimmt irgendwo was. Guck
mal. Ein Boot. Da ist ein dicker Fisch. Und geangelt. Oh. Das wäre jetzt schön. Da hinten läuft was. Ich hab's genau gesehen. Oh, ja. Revelio. Okay. Ich hab gerade eingebildet, dass da was an mir vorbeigehuscht ist. Ups, jetzt habe ich auch wieder einen Ruckler gehabt. Ui, über Stock und über Stein. Kann sein, so wie bei mir am... Dann, wenn die FPS von 60 auf 20 fallen. Das ist ein Niffler! Guckt mal! Die haben hier einen Bau. Oh, da ist noch einer! Nee, das ist eine Kröte. Oh, die hauen ab. Oh, sind die schüchtern? Oh, ich habe ihn verscheucht. Guck mal, der hat hier seinen Bau. Oh, den kann ich bestimmt später zähmen. Revelio. Oh, wie cool. Wo bin ich? Kann man sich irgendwelche Markierungen auf der Karte machen? Glaube nicht, ne? Okay, rechts von Hogsmeade. Das müssen wir uns mal merken. Östliches Tal. Da könnten wir mal hin und den Wegpunkt mitnehmen. Oh, guck mal, wie die hier alle langhuschen. Das ist ja süß. Oh, hier gibt es ganz viele. Oh, jetzt sehen die mich gar nicht. Aber die hauen trotzdem ab. Die haben bestimmt ein Gespür. Oh, ich freue mich schon, wenn wir irgendwann diesen ganzen Tierwesen-Kram lernen. Mega cool. So, wir flattern. Ab auf den Besen. Und dann gehen wir mal zu diesem Wegpunkt. Hui, vielleicht entdecken wir unterwegs noch ein paar rote Punkte. Oh, und schon wieder abgelenkt. Da oben ist nämlich... Zweifellos schon lange verlassen. Ja. Und da ist aber eine Tasche, die von uns geleert werden möchte. Revelio. Da ist noch eine Truhe. Ach komm, stell dich nicht so an. Spring da runter. Das können wir doch sicherlich öffnen. Ohoho. Ist das hier... Sind wir jetzt an dem Turm? Wo wir noch gar nicht hin sollten. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich jetzt da oben hoch. Da hinten ist so ein Riss. Revelio. Okay, wir klettern hier nochmal hoch. Vielleicht kommen wir da irgendwo rein. Ist ja interessant hier. Kann ich das verbrennen? Contringo. Ja, sehr schön. Einfach alles niederbrennen. Zerstören ist, hilft immer. Da oben ist so eine Blase und hier ist so eine Blase. Jetzt müssen wir noch nach da oben. Ist nur die Frage, wie. Klettert sie da hoch? Oh ja, perfekt. Menü. Wo ist es hin? Revelio. Eine Idee. Kann ich darüber springen? Ah, okay, ich kann offensichtlich irgendwas mit diesem Teil da machen. Nur die Frage, was?
Ich hab's kaputt gemacht. Das ist schlecht. Wahrscheinlich sollten wir das nicht tun. Sie springt auch nicht darunter. Ich fürchte nur, wir müssen darunter. Und nun? Revelio. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, oh, oh. Apropos kaputt machen. Vielleicht hilft Reparo. Reparo. Offensichtlich nicht. Lumos. Ja, Lumos ist Quatsch. Levioso. Levioso ist auch Quatsch. Mutwillige Zerstörung, ja. Ich befürchte gerade, das war gar nicht so gut, dass ich das mutwillig zerstört habe. Vielleicht brauche ich auch noch einen Zauber, den ich gar nicht habe. Das ist ja auch möglich. Revelio. Oh no. Da hinten sind aber Trolle. Trolle sind eigentlich schon mal gut. Ach komm, jetzt geh hier runter, bitte. Wir müssen hier rein. Das ist kaputt. Ich vermute, wir sind viel zu früh hier gelandet und irgendwas wird uns eigentlich noch zeigen, wie das hier geht. Revelio. Können wir durchs Fenster klettern? Nein. Oh, guck mal, kommen wir in die Truhe ran? Das X war ja immerhin gerade da, ne? Tatsache. Guckt euch das an. Truhe kriegen wir geöffnet, aber wir bekommen... Wir kommen nicht weiter rein. Zumindest weiß ich noch nicht wie. Oh, hallo, guten Tag. Guten Tag. Lass uns mal schauen, ob wir die Trolle vermöbelt kriegen. Revelio! Hier ist nichts. Oh, Truthähne! Oh, und ob hier was ist, liebe Leute. So, wir machen uns gleich mal ein bisschen unsichtbar. Und dann... Stufe 21 sind die. Schmeißen wir doch schon mal... Oh. Leise wie ein Grab. Ja, Mensch. Das hat ja so richtig, richtig gut geklappt. So, dann schmeißen wir die ab und weichen aus. Das haben wir schon mal ganz gut gemacht. Und jetzt schmeißen wir... Oh, Moment, oh, Favor. Wie mache ich jetzt das mit der... So, wir wollen jetzt die Venemosa Tentacula. Nein, die will ich. So, und jetzt wollen wir die benutzen. Gucken, was die so macht. Guckt euch das an! Ich habe einen coolen Baum gebaut. Ich hab das falsches Kampfset drin. Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Okay, was hat die jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was sie getan hat. Sie steht da. Sieht ganz cool aus. Mit ihren Zähnen und so. Und jetzt ist sie verschwunden. Aber wir haben die Aufgabe geschafft. Sehr schön. Und wir haben einen Schal bekommen. Mit chinesischem Feuerball drauf. Und eine Schuluniform mit Plate Carbas Caro Blazer. Revelio. So, gibt es hier irgendwas für uns, was noch interessant sein könnte? Essen. Essen ist gut. Guck mal, hier können wir ein Feuer machen. Wie schön. Gerade jetzt, wo es düster wird, da ist ein Ziegenbock. Aber gut, aber ansonsten können wir hier gerade nichts anstellen. Was ist das für ein Gefährt? Das sieht aus wie so ein großer Megabohrer. Was haben die damit vor? Ich befürchte, wir haben was entdeckt, was wir echt noch nicht hätten sehen sollen. Das wird uns irgendwann erklärt. Dann können wir vielleicht auch bald hier rein. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal wieder Gegner finden. Wir machen das mit der Alraune. Oh, ein Feld. Das
willst mich einfach schon wieder von allem ablenken. Ein leerer Raum. Ich dachte, da wäre jetzt was Cooles drin. So, ach genau, wir wollten uns dieses Ding da noch holen. Den Flohpulver-Portpunkt. Und dann nochmal Gegner suchen, um die Alraune zu nutzen. Damit wir den neuen Zauber Wingardium Leviosa von Professor Garlic lernen. Schön konzentriert bleiben. Ja, ja. Hui. Östliches Tal von Hogsmeade. Was haben Sie jetzt vor? Perdita. Perdita, wer bist du? Warum stehst du hier so rum? Revelio könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, Perdita, reden wir mal. Was gibt es denn für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher. Aber wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, genau das brauche ich. Der Grimm ist ein Omen, wenn es einer war. Omen greifen nicht an. Ich bezweifle, dass ein Unsichtbarkeitstrank helfen wird. Ich sehe, Sie glauben mir nicht. Na gut, mein Blut klebt an Ihren Händen. Oh Gott. Ups. Die Jugend von heute hat keine Güte. Immer noch auf der Suche nach Unsichtbarkeitstrank? Haben Sie es sich überlegt? Ich fürchte, ich habe keinen Unsichtbarkeitstrank. Sie sollten einen sicheren Ort suchen und sehr vorsichtig sein. Sicher. Vorsichtig. Ja, das klingt vernünftig. Und Sie haben wirklich keinen? Nein? Na gut. Okay, wenn ich noch mal einen habe, dann denke ich natürlich an die gute Perdita. Oder das, was er voraussagt.